Hi, ich grüße euch hier aus dem Dickicht. Ich bin auf der Suche nach neuen, mir unbekannten Gewässern. Ich möchte mir noch einen dicken Winterhecht abholen. Wirklich eine spannende Sache. Und auf diesem Wege möchte ich euch heute Abend eine richtig fette Silvesterparty wünschen. Kommt gut, kommt vor allen Dingen gesund ins neue Jahr, treibt es nicht zu wild und auf jeden Fall für euch alle ein erfolgreiches, spannendes, erlebnisreiches Angeljahr 2024. Was hier genau beim Hechtangeln passiert, das seht ihr in einem der nächsten Videos. Wir gehen jetzt erst einmal zurück an einen kleinen, verwilderten Fluss und versuchen unser Glück. Kommt gut rein, einen guten Rutsch, Film ab. Hallihallo, ich grüße euch zu einem neuen Video. Wir sind noch immer in der Wildnis hier am großen Fluss unterwegs. Der Wasserstand fällt weiterhin rapide. Wir haben fast Normalwasserstand wieder. Ich glaube, es ist noch 1,5 Meter über normal. Jede Nacht verlieren wir richtig Wasser. Und wir versuchen heute was Verrücktes. Wir verlassen den großen Fluss, da draußen seht ihr noch, und fahren in einen ganz kleinen, engen Seitenkanal rein. Hier ist das Wasser noch richtig braun. Schaut mal. Richtig braune Brühe. Und wir haben hier in diesem kleinen, unscheinbaren Gewässer sieben Meter Wassertiefe, ja? Und warum soll hier kein Wels sich verstecken? Wir probieren das mal aus, mindestens jetzt mal eine Nacht. Wir haben eine schöne langsame Strömung hier drin, braunes Wasser, ein bisschen wärmeres Wasser als im Hauptfluss draußen. Und schaut euch das mal an. Nur der Versuch macht klug und wie gesagt, draußen im großen Fluss wird es jetzt echt zäh. Die Fische haben richtige Fressen. Die beangelbare Wasserfläche sinkt jetzt zwar wieder etwas zusammen, aber die Fische stellen sich tief ab, legen sich in Hindernisse rein und haben eigentlich echt keinen Bock mehr. Und hier in so einem kleineren Gewässer, ist ja auch ganz spannend für euch wahrscheinlich zu Hause, gibt ja viele auch so kleinere Flüsse in Deutschland. Da können wir doch ganz toll durch die Enge halt unsere Köder nah an den Hecken präsentieren. Müssen wir vielleicht noch gar nicht jetzt auf U-Posen umswitchen, sondern können erstmal bei unseren Top-Border-Montagen bleiben. Und es ist auf jeden Fall wieder ein neues Abenteuer. Wir probieren es aus. Wir suchen uns einen Platz jetzt, wo wir hier in dem Dschungel irgendwo ans Ufer kommen. Und dann kommen die Fallen raus. Und ihr seid natürlich dabei. Ganz, ganz eng hier die Rinne, aber 7 Meter tief. Also hier verstecken sich definitiv Fische. Und ganz spannend ist, an dieser grauen, an dem grauen Schleier da, an den ganzen Pflanzen, erkennt er, wie hoch das Wasser war. Sind jetzt schon gute 2,5, 3 Meter weg. Ja, wir haben notgedrungen alle unsere Boote, Gott sei Dank haben wir große Boote dabei, wo wir drauf pennen können, zusammengebunden, weil oben im Ufer ist komplettes Chaos. Klar, das Wasser war drauf, alles richtig verschlammt. Machen wir uns heute einen gemütlichen Teamabend, gehört auch mal dazu, wird noch was Geiles zu essen geben. Ja, und jetzt machen wir den kleinen Graben hier bestmöglich zu. Abfahrt! Thank you.
setzen bei der Fischerei jetzt hier in dem kleinen Kanal wieder auf unsere Freestyle-Montagen in Verbindung mit der Haarmontage. Leichte Schwimmer. Nur im oberen Bereich keine Reißleinen, sondern Festkarabiner. Ja? Die werden fest über die Posen gesetzt nach dem Auslegen. Denn hier ist so viel Holz drin, so viele Hindernisse, damit wir den Wels in seinem Bissbereich halten können. Also wir müssen dann raus, müssen den Fisch dort ausklinken. Mit einer Reißleine, glaube ich, wäre hier sofort im Holz drin. Aber jetzt schauen wir mal, ob der Plan aufgeht. Auf jeden Fall ein guter Versuch, während der große Fluss fällt, in so einen Seitenarm auszuweichen, mit deutlich dunklerem Wasser. Wir werden es testen. Und morgen früh, falls der Plan nicht aufgeht, gehen wir wieder zurück in den großen Fluss, machen die Bleie vom Vorfach ab und angeln mit U-Posen auf die trägen Waller jetzt hier im Herbst. Die Ausleger werden direkt am anderen Ufer befestigt. So, unser Ausleger ist fixiert. Hier oben drüber über dem Schwimmer läuft der Karabiner und jetzt gehen wir mit dem ganzen System auf Spannung. Guck mal hier drüben. Genau vor den Hecken geparkt wird der Köder. Wir nehmen noch die perfekte Tiefe hier ein. Immer die Anbindehöhe dazu rechnen. Abschlag über das Blicklicht und Abfahrt. Unsere Boote stehen gut versteckt hinter der Kurve da oben. Jetzt müssen wir nur noch perfekt unsere Schnüre umlenken. Wir legen die Schnüre jetzt hier über die Bäume. Die Äste fügen unseren geflochtenen Schnüren keinen Schaden zu, aber dienen als perfekte Umlenker. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Hier, Pipi-Kaka machen. Auf geht's. Warte, bin ich. Hopp. Los, Pipi-Kaka machen. Hopp, Pipi-Kaka machen. Hopp. Pipi-Kaka machen. Los. So, wir haben alle Routen nochmal durchgecheckt jetzt mit der untergehenden Sonne. Und natürlich muss ich auch schauen, dass es meinem Hundele gut geht. Die muss jetzt auch nochmal für kleine Mädchen. Beim Bootsangeln ist es natürlich nicht so einfach. Deswegen immer ausreichend Gassi-Gehpausen einplanen, wo wir dann mit dem Schlauchboot irgendwo hinfahren. So, Fini, geh nochmal Pipi machen. Pipi machen, dann geht's ab ins Bettchen. Oh, du siehst aber gut aus, ne? Fein, Pipi gemacht. Ja, das kann sie mittlerweile fast auf Kommando. So, dann sind wir mal gespannt, ob der kleine Graben hier uns einen Fisch bringt. Und wenn nicht, gehen wir morgen wieder raus in den Hauptfluss. Aber ein Versuch ist es wert und immer wieder ein Abenteuer. Na komm rein, Mädchen, auf komm. So, jetzt geht's in die Mupfe. Fangen wir hier einen Wels? Fangen wir hier einen Wels? Ja? Du siehst ja gut aus.
Aber so muss ein Hund aussehen. Hunde, die nur irgendwo im Wohnzimmer auf der Couch hocken und Fernsehen gucken, die haben kein richtiges Hundeleben. Oder, Fini? Genau. Jawohl. Ab geht's. Ich mach die Schnabel sauber. Und jetzt in der Abenddämmerung, unglaublich aber wahr, an so einem engen Platz. Dreimal dürft ihr raten, was hier los ist. Es wurde ein Grill aufgebaut. Ja, es gibt lecker Bratkartoffeln. Und dann hoffen wir noch auf einen guten Wels. Dann ist der Abend doch perfekt hier von unserem Bootcamp. Bis zum Biss. Komm. Nicht ins Wasser fallen. Warte. So, jetzt die Lampe anmachen. Du musst das sehen jetzt. Ab geht's hier in den Morgennebel im kleinen Kanal. Ich sehe da noch, wo sie hingeht, die Boote. Ich schlafe hier so, ja. Also irgendwo. Und da kommt der denn genau. Jetzt seht ihr, was ich meine? Fest umgelenkt. Ich habe eine Chance, um an den Fisch ranzukommen. Ich bringe jetzt den Umlenker hier aus. Jetzt können wir frei ziehen. Ein Riesen, aber ein Apfel. Petri heult, Thomas. Besten Dank. Lieber kleiner als kein. 1,30 Meter. Schicken zurück in den kleinen Kanal hier. Alter Vater, hier eine ganz schöne Nebelsuppe. Selbst hier in dem kleinen Gewässer siehst du kaum mehr jetzt das Ufer. Glaube ich 3 Uhr nachts jetzt, war die ganze Zeit relativ ruhig. Aber klar, wir haben natürlich auch Trubel gemacht in so einem kleinen Gewässer. Fällt es natürlich alles mal mehr auf als im großen Fluss. Aber der erste ist da. Mal gucken, ob noch was kommt. Vielleicht zum Morgengrauen hin. Man soll ja auch nicht vergessen, wir haben fallendes Wasser. Auch hier haben die Fische gefressen. Der war ja richtig kugelrund, der Waller. Naja, weiter geht's. So, wir sind zurück an unserer selbstgebauten Steganlage. Festhalten hier. Alles nicht so einfach. So, komm. Und nimm das Schnürchen mit. Schöner 1,30 Meter. Schöner dicker Bauch. Schön da draußen langsam mit. Ne? Schön unter Nebelsuppe. Super, vielen Dank. Euch allen, ja, wir sind früh wach, haben auch relativ lange geschlafen heute Nacht. War ja sehr ruhig, ein kleiner Waller kam,
Bei uns im Boot hier sieht es aus, wie wenn eine Schlammbombe eingeschlagen hätte. Das ist noch Fini von ihrer Gassi-Geh-Aktion. Und die will jetzt wieder raus, gell? Ja, wir fahren jetzt mal mit dem Schlauchboot nochmal Gassi gehen. Jetzt gibt es erstmal ein schnelles, einfaches, leckeres Frühstück für die ganze Bootsbesatzung hier. Und dann, denke ich, werden wir wieder in den großen Fluss nach draußen moven. Einer ist besser als keiner, aber wie vermutet, es wird jetzt definitiv zäh. Auch an den kleinen Flüssen wird immer kälter, das Wasser geht immer weiter runter, Wassertemperaturen sinken. Dranbleiben. Wir sehen uns später wieder draußen auf dem großen Fluss. Bin gespannt, was wir da für einen spannenden Platz finden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare vom Video schreiben, was ihr jetzt machen würdet. Tief angeln, Steinpackung angeln, Naturufer, Holz, Hindernisse suchen. Bis später.